Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir sind hier im Fans und wir kämpfen gegen Supermutanten, Biester. Und sie verstecken sich vor uns. Ist aber gar kein weiteres Problem. Kein Grund zur Sorge. Denn wir sind viel besser versteckt. Oh, hoppla. Aber nicht gut genug, offenbar. Ach, da oben auch. Oh, 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 oh. Oh. Ah, ich sehe, wir haben auch noch unser Grognack-Kostüm an. Wir können ja unsere Glücksjacke jetzt wieder anziehen. Weihnachten ist vorbei. Die Mods sind deaktiviert. Die Weihnachtsmods. Und wir brauchen erstmal mehr Glück. Glück durch unsere Jacke, genau. Dreimal Glück, viermal sogar, wenn wir noch dieses, ja, diesen Schutz, Beinschutz hier mitzählen. Oh, sogar vier, fünfmal mehr Glück. Ja, damit sollte es uns doch jetzt gelingen hier. Da können wir lange warten. Oh Mann. Warum halten die denn auch so viele aus, Mensch? Das ist ein bisschen Mutation. Wieder ein Sieg für die Minutemen. Naja, so halbwegs. Ja, da ganz oben ist einer, aber diesmal zeigt er sich nicht. Nun egal, wir gehen dann rein und hoch. Zeitverschwendung. 38er Patrone und Impro-Gewehr nehmen wir mit. Oh, hier kann man rein nachher. Und das hat wieder 556er Patronen und biometrische Scanner dabei. Einen. 45er Patronen, 556er Patronen und 5mm Patronen. Gut. Keine Granate dabei, Kronkorken und Schachtelzigaretten. Also hier können wir rein anscheinend. Das gehört auch zu unserer Aufgabe. Oder wir können hier durch. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Nach mir. 556er und Netzrelaisspule. Kronkorken, leere Milchflaschen lassen wir mal dort. Kronkorken und Schachtelzigaretten, naja. Der Nuka-Automat, der kann nichts mehr. Terminal. Wahrscheinlich um die Tür dort zu entriegeln. Türfernsteuerung, tatsächlich. Türenfernsteuerungsinterface, Türfernsteuerungsinterface, Status geschlossen und wir öffnen die Tür. Ah ja. Hast du dir das schon angesehen? Hier ist nichts Nützliches drin. Genau. Und deshalb müssen wir wohl oder übel hier rein. Ich will hängen, dein
meine Eingeweide um den Hals. Ja, hier scheint schon einiges los zu sein. Es scheinen andere Leute schon beschäftigt zu sein mit den Supermutanten hier. Aber wir sammeln erstmal hier das Chat ein. Das Telefon. Naja, leere Zylindervase mit Blumenmuster lassen wir mal dort. Aber die Kronkorken hier, die nehmen wir auf jeden Fall mit und die Schachtel Zigaretten auch. Mhm. Ja, wir können nur mit dem Aufzug nach oben. Okay, tatsächlich. Raider scheinen schon hier gewesen zu sein, oder sind das Gunner vielleicht sogar? Ach so, da ist die Sammlung Kronkorken. Kronkorkenköpfe. Ein Raider, ja natürlich. Kronkorken hat er dabei. Kaliber 50, sehr schön. 38er Patrone, Impro-Gewehr und die Rüstung lassen wir ihm mal. Und dafür nehmen wir uns hier aus der Chemkiste die Kronkorken Jet und Psycho mit. Whiskyflasche leer. Was ist das? Achter Kugel. Naja, brauchen wir im Moment nicht unbedingt, oder? Ein Raider mit Kronkorken, Kaliber 50, Schrotpatrone, Molotov Cocktail, doppelläufige Schrotflinte. Ja, und das war's. Braune Flasche. Naja, egal. Wodkaflasche. Die sind doch alle leer, oder? Rumflasche. Sonst wird doch nur Rum dort stehen. Na, der hat nichts mehr bei sich. Kronkorken. Ein Siedler. Scheinbar nicht von uns. Kronkorken, 38er Patrone, eingelegtes Fleisch, Süßkuchen, 45er Pistole, Hundenapf, Red Hirsch Leder Outfit und Unterhemd und Jeans. Nein, danke. Ist auch nicht wirklich irgendwas Brauchbares. Da ist ein Ausgang und hier ist eine Tür. Ja, da kommen wir auch nach draußen, vielleicht auf einen Balkon oder so etwas. Ach so, hier geht's noch rum? Nee. Nein, nein. Auch hier geht's nach draußen. Aber wir sind ja froh, dass wir erstmal drinnen sind. Oh, Pilze. Leuchtende Pilze. Sehr schön. Noch ein Raider. Kronkorken, Kaliber 50. 308er Patrone, Impro-Repetierer-Pistole. Ja. Das Geräuchter! Was das sein? Ich schätze, wir brauchen eine andere Waffe als diese hier, aber... Der Waffe doch ganz gut klar, aber Munition ist so rar hierfür. Okay, die dreieckig gefaltete US-Flagge nehmen wir mit, ja. Und hieraus. Was war das?
Oh, Zugauslöser. Gemeine Falle. Schon erledigt. Okay, Sprengstoffkiste mit 38er Patrone. Ich wünschte, ich wüsste, wo diese ganzen verfluchten Supermutanten herkommen. Ja, Splittergranate, Kryomine würde ich auch gerne mal wissen. Da geht's wieder nach draußen. Kronkorken, sehr schön. Kronkorken und 45er Patrone. Oh, eine Walltech Lunchbox. Yippie! Walltech. Okay, die Pistole war da nicht drin, aber wahrscheinlich die Gummibonbons. Die Kreide nehmen wir auch mit für Asbest. Oh gut, das Radio ist aus. Sehr schön. Was steht hier? Bowling? Aha. Eine Kinder-Bowling-Veranstaltung. Oh, wie schön, ein Wandsafe. Jawohl, 38er Patrone, Kronkorken, 34 sogar, Blei verkleidet, lackiert, Metallrüstung, naja gut, aber die Kampfrüstung ist schon besser, gedämpft und verstärkt, Kampfrüstung. Super. Hier ist nichts mehr, da ist nichts mehr, hier drin ist auch nichts mehr, obendrauf nichts, aber der Raider hat noch Kronkorken dabei, 38er Patrone, Impro-Pistole. Ansonsten nur das übliche Sackkapuze und Raider-Rüstung, so ein Kram. Hier bekommen wir aber kein Kupfer raus, oder? Blau-grüne gewölbte Vase. Ob das so wichtig ist, dass sie blau-grün ist? Wir wissen es noch nicht. Vielleicht später einmal. Im Moment glaube ich aber eher nicht. Der Supermutanten Schlechter hat Kronkorken, 556er Patrone und Sturmgewehr dabei. Sturmgewehr ist ja sehr gut. Oh! MG-Geschützturm MK5. Wann können wir die eigentlich bauen? Okay, wir nehmen hier die 556er Patronen, die Schaltplatte Militärstandard und den biometrischen Scanner mit. Und dann hier aus der Sprengstoffkiste. Ich hoffe, einen Moment mal verlassen. Da ist jetzt keine gemeine Falle dran. Nein. Sieht nicht danach aus. Cool. Ja, 556er Patrone und Splittergranaten, zwei Stück. Da sind sie, die Granaten. Das heißt, wir müssen jetzt etwas, ein wenig aufpassen. Obwohl wir uns gar nicht angewöhnt haben, einen Nahkampfangriff auszuführen, aber... Ja, jetzt nehmen wir sie mal. Die Nahkampfangriffe waren ja ganz gut, wenn man ein Gewehr mit Bajonett hat gegen diese Mutantenhunde. Ach, hier. Hier müssen wir raus. Sonst ist hier wirklich nichts mehr. Scheinbar erstmal nicht. Okay. Was uns da wohl erwartet? Raus geht's. Erstmal so ein bisschen den Supermutanten spielen. Ja, wann hatten wir nicht noch volle Energie irgendwie? Na gut, wir setzen uns vielleicht hier erstmal hin. Nehmen auf jeden Fall die Munitionskiste, Kaliber 50, 308er Patrone, aus der Chemkiste die Kronkorken, Medics und Mentats. Was drin? Blähfliegenfleisch. Na gut, nehmen wir auch mal mit. Kostet ja jetzt nichts. Euch. Jemand da?
Ja, und bevor wir hochgehen, das machen wir in der nächsten Folge. Heute kein Kampf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, macht's gut und tschüss.